CDU, CSU. Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, liebe Jugendliche auf den Tribünen. In dem vorliegenden Antrag zum Bundesprogramm Jugend erinnert stehen so viele gute und wichtige Punkte, dass ich ihn am liebsten komplett hier vorlesen würde. Aber das lässt die Zeit natürlich leider nicht zu. Und deshalb werde ich mich auf die, wie ich finde, wichtigen Passagen aus meiner Sicht konzentrieren. Wenn wir über die Zukunft unserer Demokratie reden, dann müssen wir natürlich ganz zwingend darüber sprechen, was Jugendliche über die zwei deutschen Diktaturen, die sich hier abgespielt haben, noch wissen. Ich war selbst als Referent in der Jugendbildung tätig und ich muss leider feststellen, dass junge Menschen sehr wenig über die deutsche Geschichte wissen und demzufolge auch wenig Erfahrungen haben, die dazu beitragen können, Diktaturen zu verhindern. Zu diesem Schluss kommt auch eine aktuelle Analyse der Konrad-Adenauer-Stiftung, die den Titel trägt Diktatur oder Demokratie. Und ich möchte gerne zwei Erkenntnisse, die doch sehr zentral sind, aus dieser Studie vorstellen. Zum einen wurde herausgefunden, dass je mehr Jugendliche über den Nationalsozialismus, die DDR und auch über die Bundesrepublik wissen, desto leichter fällt es ihnen, den NS-Staat und die SED-Diktatur auch als solche zu bezeichnen. Haben Sie dieses Wissen nicht, kommt es zum Teil zu fatalen Fehleinschätzungen. Zum Beispiel wurde genannt, dass es kaum Unterschiede zwischen den drei genannten Staatssystemen gibt. Die zweite sehr zentrale Erkenntnis ist, dass je mehr Jugendliche über die DDR erfahren, desto leichter fällt es ihnen, die DDR als das zu bezeichnen, was sie war, eine Diktatur. Und genau da liegt das Problem. Denn im Vergleich zu den 12 Jahren NS-Geschichte wissen Schüler nur sehr, sehr wenig über 40 Jahre SED-Diktatur. 49, 53, 61 und 1989. An diesen Jahreszahlen wird meist die DDR-Geschichte abgehandelt. Dazwischen liegen aber 28 Jahre, und zwar von 1961 bis 1989, Alltagsgeschichte, die genauso dazugehören, wenn man verstehen will, wie das Leben in der DDR organisiert wurde. Genau diese Erkenntnisse sind aber elementar, wenn es darum geht, zu verstehen, wie die SED mithilfe der Stasi die Bevölkerung systematisch unterdrückt hat und wie es trotz dieser Repressalien möglich war, ein Leben in der DDR zu gestalten. Meine Damen und Herren, nur wer weiß, wozu Sozialismus führen kann, der kann ihn auch verhindern. Eine besondere Rolle spielt in diesem Zusammenhang die sogenannten Zeitzeugengespräche. Ich selbst habe erlebt, wie Jugendliche in persönlichen Gesprächen mit Opfern des Nationalsozialismus und auch der SED-Diktatur erfahren haben, wie grausam diese Systeme sein konnten. Und das hat für viele Jugendliche prägende Erfahrungen hinterlassen. Zeitzeugengespräche sind persönlich, authentisch, fesselnd und eben auch ungeschönt. An dieser Stelle möchte ich einen ausdrücklichen Dank aussprechen an das koordinierende Zeitzeugenbüro hier in Berlin. Dieses hat von 2011 bis 2018 4.800 Zeitzeugengespräche an Schulen und außerschulischen Bildungseinrichtungen vermittelt. Dafür an dieser Stelle einen herzlichen Dank. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das vorgelegte Programm ist gut, es ist wichtig, es kommt zur richtigen Zeit, es setzt an der Zukunft unseres Landes an, bei unseren Jugendlichen. Und deshalb ist es richtig, dass wir 17 Millionen Euro zur Verfügung stellen und dieses Programm jetzt auf den Weg bringen. Ich freue mich, dass uns das gelungen ist und ich würde mir wünschen, dass wir in Zukunft noch mehr solcher Programme finanzieren können. Und zum Schluss muss ich leider feststellen, die Debatte hat gezeigt, sowohl die Rechtspopulisten als auch die Linkspopulisten in diesem Haus haben uns mal wieder mehr als deutlich gemacht, wie wichtig es ist, dass wir aufklären, was für Unrecht auf diesem staatlichen Boden passiert ist und dass so etwas nie wieder passieren kann. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Nächste Rednerin ist für die Fraktion der SPD die Kollegin Katrin Budde.